In Hausflipper haben wir noch einiges zu tun. Das Spiel dauert noch ein Weilchen. Und wenn wir durch sind mit den Aufträgen, können wir noch Häuser renovieren und dann an die Kunden verkaufen und so. Mal schauen, wie lange wir das hier noch machen. Ein paar Streams kriegen wir auf jeden Fall noch mit voll. Sind ja noch nicht so viele. Die müssen glaube ich erst 5 oder 6 sein, die wir 5 oder 6 Hausflipper-Streams, die es schon gab. Ich lade sie alle auf YouTube im Nachhinein hoch. Also, ich meine, es waren 6. So. Auf geht's. So sah die Bude am Anfang aus. Kann man eigentlich die Bude auch abreißen und eine neue auf dem Grundstück aufbauen, weil es ist so langsam. Die Bude, die wir hier in dem anderen gemacht haben, das sieht so aus, als würden wir die nur für zum Verkauf machen. Meine, die ist auch schon awesome. Die Bude. Ein bisschen größer könnte sie schon noch sein. Aufträge haben wir hier wieder ganz viel. Schauen wir mal. Ich würde gerne mal wissen, ich glaube, hier war das, ob wir mal im Shop irgendwie, ja, theoretisch können wir ja Wände verlegen, können ja einfach das Haus beliebig groß machen und dann einfach Räume dran bauen. Wir haben doch hier die Funktion, das war hier, Wände bauen, können wir doch theoretisch oder nicht, noch hier noch ein, müssen wir hier doch Wände hinbauen können, oder? Oder können wir das nicht? Okay, können wir nicht. Aber könnte man hier also was ich Bunker bauen und so weiter, wäre ja auch mal interessant, dass man halt irgendwie hier sind noch Verbesserungen. Mal hier. Die haben wir gleich alles voll. Dass wir uns irgendwie ein anderes Haus kaufen können, so irgendwie Da sind wir darauf angewiesen, dass wir hier immer irgendwie ein Kabuff. Also Wände können wir scheinbar nicht. Browser, vielleicht können wir hier irgendwie verlassenes Haus. Und die sind wir am Renovieren, vielleicht können wir das. Müssen das nicht verkaufen, oder? Also hier haben wir so ein Haussymbol, können wir das irgendwie können wir das ändern und sagen, wir wollen es dahin ziehen und das nicht verkaufen. Das sieht schon ein Stück geiler aus. Da ist der kleine Kabuff. Das dann auch im Startbildschirm zu haben, dass man davon startet, das wäre dann auch
Wenn auch hübscher, als ob man die dann noch den Laptop hätte und da dann noch. Wäre schöner, als wenn man. In einem kleinen Kabuff leben würde. Und dann muss man das verkaufen. Das sieht fast so aus. Dann würde ich aber sagen, soll ich noch andere Bilder hinhängen, wenn wir das verkaufen wollen, dann ist das diese Personalisierung hier vielleicht nicht ganz so gut. Und das im Ernst, machen wir hier nur eine andere Dusche rein. Ist ja hier. Eine elegante Dusche. Okay. Ach so, wollte gerade sagen. Es gehört auf den Boden. So ranschrauben das. Deckel drauf. Na, das ist doch. Kann man demnächst noch lang. Das ist doch ein schönes Büro hier. Kann man hier noch. Bilder würde ich. In die Küche müssen wir noch was hinhängen und hier unbedingt. Dekorationen. Das passt gut in die Küche. Ach du Scheiße. Das ist doch was. Ein Streamingzimmer. Mit dem Motto-Spruch. Boden und Decke, okay. Ja, wir können jetzt tatsächlich Sachen verlegen. Und Fliesen verlegen. Aber erstmal. Was haben wir denn hier? Was können wir machen? Foto-Tempel, Foto-Kathedrale. Einen schönen Sonnenuntergang. Und weitere Deko.
Ja. Nächte in Chicago. Ein Schloss. Hier der Hogwarts Express. Ach du Scheiße. Haben wir hier noch irgendwas? Wandkette. Sieht gar nicht dirty aus. Okay. Seltsame Deko. Kriegen wir noch ein Gemälde? Platz der Fehler darf nur zu fehlen. Wo steht da? Fehlen. Hier hat man doch das schöne Essensposter. Someone ate my sandwich. Fantastisch. Und die Bilder. Dann verkaufen wir das Teil, oder? Die Jugendtour hier gemacht wird. So, ja, das ist schön. Nichts. Nicht erfüllt sein. Gut, das ist Haus gekauft für 31.000. 400 irgendwas zu Grundstück. Das Grundstück hat eine Fläche von 690,20 Quadratmeter. Das Haus verfügt über 36,94 Quadratmeter. Anzahl der Zimmer 4. Die Höhe des aktuellen Budgets. Deines aktuellen Budgets ist 43.242 Cent. In Arbeitszeiten im Hausbetrieb 3 Stunden, 7 Minuten, 19 Sekunden. Okay. Und wer macht den höchsten Preis? Gewinn 4.000, nein, ja. Melone Calais 38.000. Kein Jurisgebot. Melone sehe ich aber keine. Positive Meinung. Willst du schätzt aber auf Wissenschaft, deswegen Platz für meine Bücher brauche. Können wir es mal verhandeln? Verhandlungen. Vorschlag der Erhöhung der Summe um
wollen wir aber frech sein. 2000. Hier schon was rausschlagen für. Ich das jetzt abspielt. Okay, mein Verlust. Okay, 6000, nice. Künstlerseele. Jetzt haben wir das erste Haus verkauft. Schön eingerichtet. Und wie sieht es aus nach deiner ersten Auktion? Also wenn du vor der nächsten noch ein paar Infos über die Käufer haben möchtest, dann habe ich sie dir auf ein Tablet notiert. Ja, ich meine, die Käufer, die haben wir jetzt weitgehend ignoriert, weil ich wollte das eigentlich für mich als Büro machen. Das nächste Mal, wenn wir sowas machen, können wir es auch so einrichten, wie sie wollen. Muss man jetzt Übung machen. Kann man das irgendwie aufbessern? Das habe ich noch immer noch nicht rausgefunden. Verkaufen und ein neues Haus besitzen. Der kleine Komplex besteht aus zwei Gebäuden mit einer Gasse. Er gehört zum berühmten Laternenbauer, eine Handarbeitstradition in einer kybernetischen, neonbeleuchteten Welt bewahren wollte. Aha. Kann man einen Cyberkeller draus machen? Ich würde sagen, wir nehmen gleich den nächsten Auftrag an, was wir halt hier so und das danach verkaufen. Hackerluft. Leisten könnten wir es uns, dann sind wir aber wieder blank. Das ist die ganz teuren Haus auf dem Mond. Müssen wir noch ein bisschen sparen. Großer Königreich. Nicht, das klang auch interessant. Können wir sogar leisten und dann noch was übrig haben. Bin ich gespannt. Würde ich mal machen. Wir bleiben erstmal hier, wir kaufen erstmal das Haus und dann machen wir später noch. Das machen wir erstmal. Jetzt nehmen wir hier erstmal ein paar Aufträge an. Badezimmer und Werkstatt, Haus streichen, aufräumende Garage, Weihnachtsputz, es ist wieder Weihnachten, farbenfrohe Fiesta. Benötige dringend Hilfe, da ich keine Ahnung von Renovierung habe. Kindergarten. Der Weihnachtsputz sparen wir uns für nächsten Sonntag auf, weil das erste Advent, da können wir es mal machen. Kindergarten, wie wär's denn damit? Nach einigen Jahren Arbeit in der Grundschule habe ich genug Geld gesammelt, um ein Gebäude zu kaufen, das ich gerne in einen charmanten Kindergarten verwandeln würde. Das Gebäude diente früher als Büro. Also muss man wirklich viel ändern. Im Allgemeinen gibt es ein großes Durcheinander im ehemaligen Büro. Die ehemaligen Besitzer mochten es nicht sauber machen. Entsorgen sie alle alten und beschädigten Gegenstände, reparieren sie alle kaputten Geräte und richten sie das Badezimmer ordnungsgemäß ein. Kinder lieben es, wenn es schön bunt ist wie Regenbogen. Oh ja, das freut mich. Das habe ich letztes Mal im Bunker schon unerlaubterweise gemacht. Aber können wir hier mal Regenbogen machen im Kindergarten. Verwenden Sie in jedem Raum mindestens drei Farben. Oh Gott. ich sehe schon, wo das hinkommt. Und stellen Sie sicher, dass Kinder eine Menge an Spielsachen in dem Zimmer haben. So Regenbogen würde ich dann auch nicht haben. denn im Kindergarten werden die Kinder vor allem Dingen Spaß haben wollen. Vergessen Sie nicht einen Ankleideraum für die Kindkleidung unserer Kleinen.
zu schaffen. Ein Kleiderbügel, ein paar Regale. Ich glaube, dass sie den perfekten Ort schaffen werden, zu dem die Kinder gerne kommen werden. Okay, dann bauen wir heute mal einen Kindergarten. Ein Büro zum Kindergarten um. Das ist doch eine Mission für den heutigen Stream. Die Außenfassade soll so bleiben. Naja, passt auch. Grün. Kann man ein Schild davor stellen. Im Hinterhof kann. Ist schon abgesperrt durch die Hecke. Das ist praktisch, wenn sie im Hinterhof spielen. Ach du Scheiße. Wie sieht's hier aus? Mit den Müll auf. Reinigen Verschmutzungen, streiche mit den Farben. Wenn da Pfirsich und Samt werden, dann Samtbleicher Pfirsich. Boden fließen den Keramik fließt Orange. Orange. So bauen wir erstmal den Müll weg. Und das plätschert hier. Im Nachbarzimmer ist irgendwie. Läuft das Wasser. Ja. Das tut's. So, reinigen die Verschmutzungen. Sind noch mehr Verschmutzungen. Zum Streichen und Bodenfliesen legen. Orange als Farbe zum Reinkommen. Gar nicht so verkehrt. So, was machen wir? Ich würde sagen, dunkel machen wir hier die zwei Seiten. Mit hell machen wir die anderen. Dunkle Farben nicht so viel benutzen, nur ein wenig. Hätten wir auch einen kleinen Pott nehmen können. Ja, für die kleinen Kinder zum Reinkommen. Eigentlich eine hübsche Farbe, kann man machen. Ein Eingangsbereich im Kindergarten. Pastellorange. Ja, warum nicht? Geht in Ordnung, würde ich sagen. Das Orange ist ein bisschen schrill, würde ich sagen. Das ist, ja. Weiß ich nicht. Aber das hier auf jeden Fall, das hellere Orange. Auf jeden Fall. Das kann man machen. Die Decke auf keinen Fall orange streichen. Das tut man nicht. Die Decke soll weiß bleiben. Sonst fällt sie dir auf den Kopf. Decken streicht man nicht. Höchstens ein Weiß. Oder eine ganz, 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 ganz hellen Farbton. Ein sehr helles Türkis geht vielleicht noch in Ordnung. Und ich denke, muss weiß oder Himmelfarben. Muss irgendwie muss offen sein. Jetzt kommt man rein in die Bude und hat es direkt. Kommst gleich. Kommst erdrückend gleich von oben. Fließen legen. Orange fließen, ich weiß ja nicht.
Ach, da bin ja. Da bin ich jetzt nicht so. Da finde ich den anderen Boden schon fast besser. Das ist nichts. Naja, das ist zu grell. Aber gut. Guten Wunsch. Wenn der so will. Auch wenn es ein Kindergarten ist. Ich weiß nicht. Ich wenigstens eine hellere Randstufe für den Boden genommen. Das ist ein bisschen schwierig. So, was haben wir hier? Hier läuft was aus. Machen wir das mal als erstes. Um Wasser zu sparen. Hat jemand nicht montiert und zugelassen. Sieht noch relativ neu aus. Da ist wohl wirklich hat jemand geschlampt. Gegenstand verkaufen. Ja, die Lagerdinger hier sind. Das wollte ich jetzt nicht. Reinigen die Verschmutzung. Fenster reinigen. Okay. Das gute alte Prinzip. Auch aber so dreckig sind die gar nicht. Vielleicht in anderen Missionen schon Schlimmeres gesehen. Reife Birne und Sonnengelb. Uff. Da weiß ich ja nicht. Das ist eine Farbkombi. Puh, müssen wir sehen, wenn es da ist, aber. Riskante Farbmischung. Ich würde sagen, ja, machen wir die Eingangstür grün und den Rest orange oder andersrum. Ich meine, grün geht vielleicht klar. Haben wir hier vom orangenen Raum hier hinein, aber das könnte. So könnte es funktionieren. Das mal hier orange streichen. Wissen die Kinder, wenn sie rausgehen vom grünen Raum, hier kommen sie in den orangen Flurraum. Was macht das, dass man dann macht das? Dann ist die Farbgebung verkraftbar. Und dann ist grün. So könnte man es machen. Wenn das Grün schon arg hässlich ist. Wird man gleich einen Greenscreen hintermachen. Meine Nachrichtenstudio spielen. Von der Greenscreen-Wand. Das sind mattere Farben, ein bisschen mehr. Mattere Farben sind da besser. Auch beim Kindergarten kann man gedeckte Farben nehmen. Wo man dann so Greenscreens, die Kinder in so ein Greenscreen-Studio schickt, ist dann auch nicht das Wahre. Ein bisschen helleres und ein blasseres Grün. Das fixen wir gleich noch.
Okay, jetzt machen wir das auch noch mit. Mit den Mitteln, mit den Funkgaben, die ich zur Verfügung habe. In Ordnung. Steckdose. Reparierte Steckdose. Und jetzt auch noch Elektriker. Ja, so jetzt möblieren wir das Zimmer. Eine Couch. Die passenden Farben gibt es die nicht. So vielleicht. Schuhregal. Wenn schon hier. Acht Schuhregale sind nur hier. Das soll gut gehen. Soll ich die denn alle hinstellen? Uff. Stell mir die Couch so hin. Die Couch hier hin. Machen wir ein kleines Zwergparadies draus. Ein Wichtelparadies. Vielleicht können wir es nicht hinstellen. Alter Schwede, hier noch mehr. Das wäre das andere nicht mehr Platz. Kinder wollen sie noch unbedingt. Hier dann halt. Schreibt auf das ist klar, wie groß der Raum hier ist. Zwei schreibt auf na genau.
Okay, da, ja, sicher. 16 Stück. Okay. Muss ich ja nicht toll finden. Oh, Kacke, hier ist auch wieder viel Arbeit. Machen wir hier erstmal das Wasser zu. Muss hier sparen, wie man kann, in schweren Zeiten. Okay, wo liegt hier noch Müll? Okay, 10 Gegenstände verkaufen. Okay, Verschmutzung reinigen, das wird schwer mit dem Zeug, was hier auf der Erde steht. Im anderen nehmen wir es nicht. Ist noch schön sauber machen. So, Fenster reinigen. Frühlingsgras und lachende Erdbeere und Königsblau. Ach du Schande. Mindestens 3 Farben pro Raum. Hat sich bisher gar nicht dran gehalten. Aber was so ist. Grün, Rot und Blau. Ach du Heiliger. Die Farbmischungen sind hier jenseits von Gut und Böse. So machen wir jetzt damit Rot. Rot machen wir ganz, 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 ganz vorsichtig. Einen ganz beschränkten Bereich. Grün können wir hier so den Bereich machen und blau den Rest. Rot könnte so ein bisschen wieder nach draußen passen, deswegen mache ich hier mal so, das Nötigste. Es ist auch schon genügend hier. Machen wir die Hälfte grün und die Hälfte blau. Für die Kinder mit Rot-Grün-Schwäche ist das natürlich sehr schön. Den wir von hässlich braunes Zimmer. Jetzt bräuchten wir braune Wände hier. Für farbblinde Leute.
die Moral von der Schicht. Die Kinder passt darauf auf, was er hier Farbgestaltung ist nicht einfach so auf dem Zettel bei ihm. Ist dann ein bisschen. Ist nicht mal eben hingeschrieben. Oh, blau ist eine hübsche Farbe, grün ist eine hübsche Farbe, rot ist eine hübsche Farbe. Lass uns das alles nehmen. Und die gehört noch ein bisschen mehr mit dazu. Damit es nicht scheiße aussieht. Auch im Kindergarten muss nicht scheiße aussehen. So. Das Blau ist angenehm, das kann man machen. So, hier malern, hier malern. Nein, du musst die Decke wieder weiß streichen. So, Wende zu Ende. Hervorragend oder auch nicht. Reparierte Steckdose. Erstmal. Das können wir einfach so mal die Dose reparieren. So, drin hier. Schmaler Vorhang zum Einbauen. Hier muss noch einer hin. Und hier muss einer hin. Aha, die Montage. So, Schreibtafel. Muss ja wohl in jedem Raum sein. Ein Kinderschäbel.
Tür. Kinderstuhl. Mal die Farbgebung an der Wand vielleicht noch ein bisschen ausgeglichen. Okay. Keine Ahnung, warum wir das jetzt 4 von brauchen, 6 von brauchen. Horizontales Bücherregal. Kann man nicht aufhängen. Ein unhängbares Regal. Von mir aus, was dahin. Einen Ball. Die Box mit Deckel brauchen wir als nächstes. Die haben wir hier. Vier Stück gleich auf. Okay. Getan, da steht Esel in der Beschreibungsliste. Du willst einen Esel kaufen. Wie
Jo, haben wir fertig. Das Esszimmer. Interessant. Ach du Schande. Damit machen wir weiter nach einer Viertelstunde Streampause. Kurzpause, alle mal Kaffee holen gehen. Kaffeepause, Toilettenpause. Bis gleich.
So. Sorry für die Verspätung, ich wurde aufgehalten. Wir spielen weiter. Und wir haben aufzuräumen. Machen einen hübschen Kindergarten hier raus. Kakerlaken. Kakerlaken, das Scherben. Wo ist hier noch Müll? Okay. Erstmal die Glasscherben einsaugen. Schmutz ist weg. Okay, wo liegt hier noch Müll rum? Die Maschine hier oder? Teller sind es auch nicht. Welchen Dicken wir noch, während wir dann hier Sachen verkaufen? Was man nicht tun. Irgendwo liegt hier noch Müll rum. Ach ja, hier. Sehr schön. Sekunde, muss mal ganz kurz. Wandfliesen legen, Bodenfliesen legen. Das Mobiliar soll hier drin bleiben. Okay. Haben wir eigentlich da drüben aufgeräumt und liegt da in den. Okay, ist ein anderer Raum. Da waren wir noch nicht drin. Und im Raum lagen hier noch die Sachen, liegen jetzt noch auf dem Boden rum. Können wir vielleicht auch mal hinstellen, wenn es uns gelingt. Damit es hier mal ein bisschen hübsch aussieht. Das zu komplett lose rumliegen muss das hier jetzt nicht. Den Kindern muss auch gezeigt werden, was immer aufräumt. Okay, hier. Grüne Fliesen, ja, die sind ja schon grün.
von grün zu grün. So. Machen wir es größer kariert. Große Platten, damit wir nicht so klein kariert wirken. Habe ich noch nicht herausgefunden, wie man Paket mit Fliesen bestellt. Es gibt uns das Spiel mal als Warnung, aber da die Kaffeemaschine hier stehen bleibt, ist das wahrscheinlich also der Aufenthaltsraum für die Erziehung. So, gleich mal mehr gekauft. Der Spatel. Wir können auch auf magische Weise hinter dem Schrank verlegen. Ohne ihn zu verrücken. Also ein bisschen magisch sind wir hier sowieso. Ist nichts Neues. Ein paar magische Fliesenverleger und Renovierkräfte haben wir. So, nächster Stapel, zack, ran in die Wand. An die Wand, da beziehen fließen den ganzen Tag, an die Wand. Ran an die Wand. Große Fliesen, kleine Fliesen. Immer wieder Fliesen. Hier zack Fliesen, da zack Fliesen. Ist ja gemein, hier oben braucht es auch noch. Es braucht einzelne Fliesen. Hier sieht man es an den Fliesen, dass man das hier eigentlich bemalt und befliest. Das Innere des Wandes. Der Wände. Und die Decke auch nicht. Ich wollte gerade sagen, passt fast genau, aber ein Paket brauchen wir dann wahrscheinlich noch. So. Hier zack, da zack. Dort zack. So, fertig. Tassen sollen die stehen oder? Wollen wir die um die Tassen erleichtern? Oh, schade. Wollen wir die wenigstens sauber stapeln hier? Nicht als Kreuz und Quer liegt.
So wenigstens ein bisschen. Ein halber und Boden fließen. Karmesin fließe grün. Ach, naja. Ich weiß nicht. Grüne Fliesen, grüne. Das kommt man sich dann bestimmt auch blöd vor. Aber was so ist. Sieht ja fast aus wie in so einer. So Duschzelle, so ein bisschen so. Wendelboden, ach. Das sieht jetzt wirklich. Ja, nicht. Und die grünen Säcke noch, das ist, sieht wirklich räudig aus. Ach du Scheiße. Das sind wirklich. Das ist noch dicke grün färben. Wollen wir es einfach mal machen. Ich nehme kein Geld für, aber. Wände. Denselben dunklen Grünton, kräftiges Grün. Da sieht es wirklich richtig schlimm aus. Ich meine, die Küche ist sowieso nicht mehr zu retten hier. Seht ihr, das meine ich mit Decken nicht streichen. Das ist, da fällt es dir, da fällt dir auf den Kopf förmlich Decke. Man sich gleich viel eingedrückter. Ja. Sieht jetzt halt exakt so, könnte man hier auch einen Wasserschlauch nehmen und ja, das ist ja das ist wie so ein Gefangenen duschen, das ist da, wo sie Gefangene hinstellen mit einem Wasserschlauch abspritzen. Das ist exakt ja so ein Zeller auf so eine Folterzelle. Ja, es ist echt der Hammer. Sieht echt speziell aus. Ich denke, da müssen wir als nächstes rein. Damit sind wir fertig. Die grüne Küche. Ja. Ich würde mich da nicht drin wohlfühlen. Vielleicht ist das ja auch das Ziel, dass im Pausenraum sich die Betreuer nicht gut fühlen sollen. Sollen wir zur Arbeit gehen. Okay, das soll noch verkaufen. Der Tisch soll stehen bleiben. Das ist der Rektorenstuhl. Von den Kindern rein, wenn sie was Böses getan haben. Fenster reinigen. Schweres Grün und Pistaziengrün. Okay. Also die Betreuer, der Besitzer des Kindergartens hier, der mag grün. Wir haben schon die anderen Zimmer grün gestrichen, das ist schon. Hier haben wir schon grüne Wände gemacht. Hier sollten wir auch schon grüne Wände machen. Also die Außenwand ist auch grün, hier die Stühle sind grün. Das Zimmer hier ist grün. Also der Besitzer mag die Farbe grün. Oh Gott, das Bad. Wenn ich das grün streichen muss, dann wird es das, ja. Dann ist es vorbei. Das Grün. Und das Grün. Wie machen wir das jetzt? Ich würde sagen, die Wand hier
schweres Grün, damit wir so, wenn wer reinkommt, gleich einen dunklen Anblick hat. Und die anderen hellgrün. Und Pistaziengrün. Okay. Okay, was sind denn hier? Ist das ein Licht? Das ist doch gut, dass der da sitzt, einen schönen Blick hat hier auf alles hellgrün und die drei kommen zu ihm gucken. Oder ihr. Drücken ins Dunkel. Psychologie-Tricks. Schmaler Vorhang zum Einbauen. Schmaler Vorhang nennt man das. Alles klar. Klimaanlage, der feine Herr und die feine Dame. Alles klar. Das Direktorenbüro ist nichts zu schade. Schönes Kabel hier. Okay. Klimaanlage eingebaut. Ein Kallregal. Regal. Wie kann das hin? Wie kann das hin? So, hier die Toilette des Direktors. Schön viele Glasscherben hier. Wird Spaß, die wieder alle zu finden.
Das müssen wir nicht verrücken. Sehr toll. Unterm Schrank sind dann noch welche. Die wären leichter zu sehen, wenn man die mit Kakerlaken einschalten würde. Das würde ich nicht aushalten. Sag ich jetzt, wie es ist. Ich mit meiner ausgewachsenen Insektenphobie hält das nicht lange aus. Badezimmerheizung, machen wir das erstmal. Sind hier noch welche? Sehe sie leider nicht. Die Glasscherben. Sieht für mich alles gut aus. Lassen wir es erstmal so, dann ist halt hier noch ein bisschen. Also soll der Kunde selbst die Glasscherben wegwischen. Sind hier nur Glasscherben. Ach, große Güte. Das ist sein Klo. vom oder von der Direktor. Das hier, das Klo von den anderen. Das Angestelltenklo, das Kinderklo. Auch volle Glasscherben. So viele Glasscherben. Jetzt zerstört hier mal Glas über den, über den Böden. Von zwei. Das sind eigene Räume oder was? Wenn ich reinkomme, wird was anderes. Okay. Fenster reinigen. Finde ich irgendwie fragwürdig, dass man die Fenster am Bad nicht öffnen kann. Bodenfliesen, Wandfliesen. Bodenfliesen. Gegenstand verkaufen. Das Klo verkauft. Joa. Neues Klo kaufen. Nochmal ein Schwarz. Special Klo. Gleich mal benutzt. Ah ja.
Sand fließen, Boden fließen. Boden fließen müssen hier und hier auch Boden fließen. Orange. Okay. Boden fließen dieselben. Okay, Mosaik haben wir hier. Und Orange. Okay, wir machen Folgendes. Okay. Die hätte ich noch dabei, die eine Orange, ne? Die eine Grüne. Machen hier Orange hin. Damit es halbwegs okay aussieht. Und der Rest wird dann mit den anderen gemacht. Einfach drüber kleben. Neue Fertigkeitspunkte. Wand fließen. Warum durch eine Wand fließen? Da oben brauchen wir auch noch welche. Okay. Hier Verbesserungen. So, Auftrag. Hier kaufen. Und Fliesen verlegen. So, hier zack, da zack. Zack. Spiegel wollen die keine haben. Ich frage für einen Freund. Ziehen ein Bad angucken. So, hier zack, da zack, hier zack. Jetzt geht die Booster aus, das bin fertig. So, hier noch und da noch. Okay.
Ende Fließe haben wir noch. Ja, kriegt keiner mit. Hier sind wir fertig. Mach Licht aus. Okay, das ist spooky. Wo kommt das Licht her? Eine Straßenlaterne leuchtet durch die Tür durch. Echt spooky. Wo es hier gerade dunkel ist im Spiel. Wir aufräumen. Licht ist irgendwie nicht so hell. Pfützen Gegenstände verkaufen. Ist ja auch noch ein Kindergarten links werden. Bürostühle. Zack, 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 zack. Verschmutzungen reinigen. Das ist wirklich deprimierend. Dunkel. Wie soll man da die ganzen Stellen sehen? Erstmal Fenster reinigen. Hier sind noch irgendwo Verschmutzungen. Nichts klauen. Und im Grund sind hier nur Trickstellen. Wir zählen mal die, nachdem wir renoviert haben. Nachdem wir gestrichen haben. Bleiben ja dann wahrscheinlich da. Königliches Blau und heller Pfirsich und Pastellrosa. Ach du Scheiße, wieder Rot, Gelb, Blau. Von wem die sich haben beraten lassen, ist mir auch ein Rätsel. Haben wir eine Lampe drin, die wir besorgen sollen? Erstaunlicherweise nicht. Es ist Dunkelraum ausgelegt. Wird doch schon hell draußen. Okay, wie streichen wir das? Rot am Eingang. Oder Gelb am Eingang Richtung Flur. Rot machen wir die Säulenwand hier und Blau als andere. Fangen wir hiermit an. Okay, ein kleiner Bug gerade eben.
Okay, die sind hier orange. Das sind 40. Die beiden Wände gut. Ich sagte gut. Ah ja, okay, das geht noch. Es hat mehr Pink als Rot. Sah bloß auf dem Boden ein bisschen rot aus. Ja, ich glaube, ich sehe die Verschmutzung. Nein, nicht die Decke. Und auch nicht. Achso, hier oben natürlich. Da hoch habe ich gar nicht geguckt. Okay, weißen Eimer sorgen. Besorgen. Das gehört irgendwie immer mit dazu, wenn man doch mal sich mal verstreicht. Hier will ich gleich mal weiß streichen. Damit das sauber aussieht. Hier genau so, dass es anständig aussieht. Jetzt nicht noch blau dazu müsste. Ich könnte so orange, so das matte Orange und das matte Pink könnte fast in Ordnung gehen. Das Blau, was dazu kommt, ja. Das ist es nicht. Kann man jetzt Farben leere hier drin machen in dem Raum? RGB. Die Farbmischung. Weiße Farbe. Ich habe hier eine RGB-Tastatur, die in bunten Farben leuchtet. Die kann mehr als RGB. Also, nee, kann sie nicht. Das sind auch RGB-Farben. Die zwei Mischfarben aus RGB. Die kann mehr als Rot, Gelb und Blau.
zugestrichen haben wir. Vorhänger. Breiter Vorhang ist ja wahrscheinlich dorthin. Ein schmaler Vorhang. Passt gar nicht, aber okay. Hier noch das schmale Vorhang. So. Egal. Das passt doch hier gut hin. Eine doppelte Kommode. Buffet mal. Kinderschema. Alles schön weiß. Dazu. Und dass der setzt sich in die Ecke und schämt die Stuhl. Aufbewahrungskisten. Raus. Ah, Computertisch. Das ist das Computerlabor. Die kleinen. So, ran hier. Teppich, grüne Blumen. Und der vier davon. Schaumbuchs.
noch Platz. Noch guter Platz. Klotzspielzeuge, okay. Ein Häschen. Pinke Hase mit blauen Wüchen. Kommt hier hin. Blau, Hasen, Pink, Möhrchen. Teddybär. Fantastisch. Sieht doch fast in Ordnung aus. Ist doch hier. Kann sich doch sehen lassen. Bis auf die ungerade Platte hier, aber. Ja. Nichts übersehen. Hier die Glasscherben, ja. Sei es drum. Grüne Zelle. Dann haben wir, glaube ich, alles. Wenn ich nichts übersehen habe. Im Hinterhof können sie dann spielen. Muss man rausgehen. Da können sie nicht über. Sie nicht entkommen. Sie rumtoben und spielen. Ja. Trotz der Farbseuche hier einigermaßen gut geworden. Ja, hier kann man auch noch raus. Ja, zumindest das letzte Zimmer gar nicht schlecht. Ich meine, die Farben an den Wänden auch blöd, aber was so ist. Ja, 99% bis auf die eine Schabenwand. Nicht Wand, dann war die eine. Den Glasscherben haben wir vergessen. Lasertech im Bunker, oh, das ist da. Ja, schaffen wir heute nicht mehr. Nee, das ist heute schon, das wird zu knapp. Heute noch was anzufangen. Was wir noch machen können. Nicht der Gasse hier nochmal kurz zum Zimmer durchgucken. Mal, was wir daraus dann machen. Ui. Ach du Scheiße, eine ganze Gasse haben wir hier. Müssen wir erstmal aufräumen. Hast du jetzt zurück zum Büro? Eine kleine Cyberpunk-Welt.
Hier kommen wir nicht weiter und hier geht's zurück. Ah, okay, das sind unsere beiden Häuser, oder wie? Jetzt kannst du Treppen in einigen Häusern ändern. Ziel da, dazu mit dem Werkzeugobjekt verkaufen auf die Treppe, das ist alles. Ah, okay. Das ist ja Wahnsinn. Mach hier ein bisschen Cyberpunk. Hauseinrichtung. Können wir auch mal machen. Ich höre mal hier erstmal das Kabuff auf. Mach hier Luxus draus. Das ist ein abgeranzten Hacker-Apartment. Können wir hier mal was. Luxus würde draus machen. Wow. In der Zukunft, in der Strompreiskosten keine Frage mehr sind, ist auch schaut. Strom spielt keine Rolle mehr. Ich kenne mich in Cyberpunk wirklich nicht aus. Machen wir hier erstmal Licht an, damit wir was sehen. Ach du Scheiße. Okay. Ein Fenster nach draußen. Wenn wir hier so 0 ab 15 Blut draus machen würden, das wäre. Ich würde mich Leute verhassen, aber wäre auch mal wieder cool. Wenn man so reinkommt, so die Tür so draußen, alles so Cyberpunk, dann kommt man hier rein und dann so 0815 Bude. So ein 1980er Stil. Das wäre auch mal. Das wollen wir ja nicht. Okay. Okay, ich bin fasziniert und verwirrt. Die Flaschen sind so, die müssen. Puh. Ich bin mal aufgeräumt. Einiges verkaufen und neu einrichten. In einem Stil, der dem vorigen gar nicht ähnelt. Vermutlich. Okay. Ach du Scheiße. Ein Schrankraum.
Vorbesitzer war aber nicht gerade sehr sauber. Wir lassen das noch sauber aussehen. Da der nächste Raum, hier nur Sitz. Du brauchst noch irgendwo eine Dusche. Können wir hier vielleicht zur Dusche machen? Ah, okay, welche Funktion hat dieser Stuhl? Dann putzen wir mal hier durch. Mach sauber alles. Das muss doch nicht so dreckig sein. Für nächstes Stream muss ich mit einer Cyberpunk Musik nichts dazu. Wahrscheinlich nicht, aber okay. Okay, hier alles sauber gemacht. Ich brauche deutlich mehr Licht. Ja, das wird auch schon. Eine Pizzabestellung. Leitung. Eine Leitung. Mach das mal sauber. Ach du Scheiße, der Boden hat eine ganz andere Farbe. Es gibt hier nur noch, hier noch ein wenig Müll zum Aufräumen. Okay. Ich weiß schade, dass wir es am Ende wieder verkaufen. Haben wir hier jetzt erstmal aufgeräumt. Einrichten tun wir es dann später. Ah ja, hier noch ein weiterer Raum drin. Natürlich. Räumen, Schränken. Da ist das besagte Handtücher mit Licht. Das besagte Bad ist hier drin. Und beflecken das Haus ist sauber.
Ja, da können wir ja nächstes Mal. Nächsten Sonntag machen wir erstmal das Weihnachtsdings. Weiß nicht, wie lange wir damit brauchen. Dann können wir mal demnächst hier mit anfangen. Ja, da kann man was draus machen. Vielleicht kann man die Schranktür noch irgendwie ändern, dass wir da nicht in den Schrank rein müssen. Und wenn ich es cool finde, irgendwie da einen geheimen Raum im Schrank zu haben, kann man da eine coole Schiebetür hier nochmal in die Wolken, nee, nicht fahren Wolken, in die Stadt reingucken. Zurück zum Büro, würde ich sagen. Kalter Kaffee. Hey, diese Verteidigungsdinger sind wahrscheinlich auch eher so. Da können wir bei dem Cyberpunk-Ding noch ein bisschen reinbauen. Die ganzen Waffen. Verteidigungssachen. Juti. Nächstes Mal hier Weihnachtsputz. Weißt, meine Mutter hat eine idealistische Vision von Weihnachten, dass aus alle Fenster leuchten und über Weihnachtsschmuck hängt. Cool, tun wir nächstes Mal. Muss das nächste Mal ansetzen. Machen wir Weihnachten. Am nächsten Ausflug passt du ihm am Sonntag, am nächsten Sonntag. Zum ersten Advent. Tschüss. Na dann. Danke fürs Zuschauen. Haben wir heute den Kindergarten gemacht. Ja, dann schicke ich eine Endcard an Wayne mal noch wohin. Sehen wir uns am Montag wieder zum nächsten Stream. Machen wir so. Auf YouTube, danke fürs Zuschauen. Daumen nach oben, Glocke aktivieren, Abo dalassen, auf Twitch vorbeischauen, Kommentare schreiben, ihr wisst Bescheid. Haut da rein. Ciao.